Ja, moin! Und willkommen zurück zu Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Wir wollen heute in den Keller reinsteppen, damit wir uns das zweite Sternserum unter den Nagel reißen können. Dafür müssen wir diese fette Statue hier nach unten befördern. Aber ihr seht schon, das Problem bei der Sache ist, dass diese Lelex uns dabei im Weg stehen. Und Jungs, ganz ehrlich, leckt mich! Ich dachte, ihr seid meine Schergen. Ich dachte, ihr wollt mich supporten. Leider ist das nicht so. Ihr könnt mich mal. So, Jungs, reißt euch zusammen. Macht keinen Scheiß. Ah, oh, das sieht aber gut aus. Wir kommen gut voran. Alter, wir kommen so gut voran gerade. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, warum wir da im letzten Part so gestruggelt haben wie eine Sau. Aber okay, ist passiert. So ist das nun mal. Und weiter geht's. Das Beste ist halt, wenn man länger auf dem jeweiligen Beinmuskel drauf tritt, weil das verschärft diesen Effekt nochmal ein bisschen. Und jetzt los! Perfekt. Yes, Mann. Das verschärft nämlich diesen Effekt, dass Bowser diese Statue nach vorne schieben kann. Und, ah, das ist gerade echt Musik in meinen Ohren. Dieses Zerdeppern der Statue. Und das Zerdeppern von Bowser auf dem Boden. Ja gut, das nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so geil, aber egal. Wir haben es geschafft. Wir sind im Keller. Und es tut mir echt leid, dass ich da im letzten Part so, ja, gestruggelt habe. Naja, gut. Ist passiert. Scheiß drauf. Man kann sich ja auch wo mal ein Fauxpas leisten, habe ich gehört. So. Genau. Zweites Sternserum ist hier im Keller. Und ich bin gespannt, wo genau das sein wird. Okay, hier können wir durchfallen. Wie bei Prüfungen, lol. Das mache ich aber nicht. Ich werde jetzt mal gucken, was hier denn so ist. Okay, sind wir ganz unten. Auf dem Boden der Tatsachen. Hier wollen wir natürlich nicht hin. Wir wollen wieder hoch. Also ich denke mal, diese Röhre ist halt der Fall. Der Fälle, falls man runtergefallen ist. Ja, wisst ihr Bescheid. Gut. War hier ein Block? Nein. Ich habe doch hier irgendwo einen Block gesehen. Auch wenn uns der Pfeil sagt, wir müssen nach links. Nö. Ich habe keinen Bock auf diesen Clickbait. Ich gehe dahin, wo ich will. Und keiner hat mir dahin gehen, was entgegenzusetzen, uns das vorzuschreiben. Da hat Bowser nicht ganz unrecht. Ach, guck mal, da ist doch schon der Block. War ja nicht noch mehr sogar? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde am besten die ganze Gegend erkunden. Und ihr kennt mich, das mache ich natürlich. Ich sehe es gerne. Deswegen lassen wir uns hier mal runterfallen und gucken mal, was denn da so alles ist. Es ist auf jeden Fall ein anderer Bereich, wo wir so noch nicht hingekommen sind. Wir haben es gerade hierhin geschafft. Gerade noch so. Ach, wir sind hier! Hier sind wir. Auf der anderen Seite dieses Ganges. Notausgang zum Eingang. Ja gut, okay. Ich würde diese Statue ganz gern wegfetzen, weil... Weiß nicht, es ist ein Notausgang. Und wenn wir jetzt diesen Notausgang nehmen... Können wir den ganzen Weg in Richtung Keller wieder zurücklaufen. Und das kostet uns mehrere Minuten Arbeit. Da habe ich keinen Bock drauf. Jetzt mal ehrlich, ich kann diese Statue echt nicht verschieben. Das triggert mich gerade extrem. Bowser, du bist so ein Lauch. Was Lauch? Sehe ich etwa aus wie ein Gemüse? Ja, von einem Panzer ja schon. Ich meine, guck dir mal die Farbe an. Grün. Was bist du denn? Bist du McDonald's in den jüngsten Ereignissen, nachdem sie gemerkt haben, oh, lass uns unbedingt mal diese Umweltschiene fahren? Ja und? Grün sieht geil aus! Habt ihr gewusst, dass die, Hautfarbe um mein Gesicht herum auch angemalt ist? Das ist meine Kriegsbemalung. Ach was. Wirklich jetzt. Das ist doch wirklich wunderschön. Erfreue dich daran. Solange du noch kannst. Ich glaube, da ging es nicht weiter. Kann das? Ah, ich will nochmal... Gut, das war ein Fehler. Ist denn da nichts mehr? Hm. Ich glaube, ich habe alle Wege erkundet, aber guck trotzdem nochmal zum tausendsten Mal überall nach. Weil ich es kann. So. Okay, komm. Ab nach links. Oder auch nicht. Jetzt vielleicht? Ja. So. Raus hier. Wir wollen zur Lava. Wir wollen in unser subtropisches Gebiet kommen. Und oh. Was bist du denn für ein Schwein? Okay, Konzentration. Höchste Konzentrationsbereitschaft. Oh mein Gott, wir haben die Attacke, glaube ich, einmal zum ersten Mal richtig gedodged.
So, was haben wir hier für einen Gegner? Der Fieberblock. Okay. Und wir haben gerade nicht mal 5 Minuten. Ja, wir haben 5 Minuten im Part und schon die erste Blockkatze. Ist das nicht toll? Und jetzt höre ich wieder die ein oder anderen Leute in den Kommentaren sagen: Cool, eine Blockkatze, das ist doch voll cool, wie mein kleiner Bruder ist. Scheiße! Huiuiui. Ich glaube, der Eisblock, der ist jetzt ein bisschen erkältet, kann das sein? Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Meine Güte. Egal, komm, Fieberblock, wir schicken dich am besten ins Koma. Was zum Fick? Okay, wir kriegen hier voll auf die Fresse. Ich sag mal so, wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Das tun wir zwar. Ich sag mal so, ein bisschen Parierungsarbeit wäre trotzdem nicht schlecht. Armer Colt. Wie schnell soll man hier bitte schlagen? Oder wie frühzeitig muss man hier bitte schlagen, damit man die Dodge-Attacken gut vollbringen kann? Ich weiß es nicht. Aber 47 Erfahrungspunkte, das kann sich sehen lassen. Armer Colt. So. Und weil wir die Items ja gerade so locker auf Start, auf Trocken am Start haben, jetzt kann ich meinen eigens geklauten Spruch ja nicht mehr hier richtig aufsagen. Was ist denn da los? Kurz geheilt. Muss ja auch manchmal sein, ne? So, wo geht's hier lang? Ins nächste Gebiet. Das ist für mich erstmal irrelevant. Was? Er kann da runterfallen? Verliert er Lebenspunkte dabei? Nö. Okay. Ja, interessant. Bowser kann sich den Arsch verbrennen. Ich dachte, das wäre für dich das perfekte Saunawasser. Autsch. Okay, man zielt ja natürlich ganz genau darauf ab, dass wir runterfallen. Ui. Weil diese Laufbänder es uns natürlich erschweren, weiterzukommen. Oh mein Gott. Ihr seht das schon, ne? Okay, wo sind wir hier? Hier können wir auch quasi runterfallen. Das ist ein Gebiet für Mario und Luigi. Hier haben wir nichts verloren. Deswegen. Ich habe ein bisschen Skepsis, dass da oben was ist. Oder dass da oben nichts ist. Ich bin skeptisch eingestellt. Ich bin voreingenommen. Es tut mir leid. Oh. Ja, moin. Da ist er. König Bowser ist da. Endlich cool. Da wollen wir euch mal befreien, ne? Hat ja auch lang genug gedauert. Endlich frei! Endlich draußen! Frei! Die Bob-Bombs sind nun als Schergen dabei und mittels Bomb-Bomb-Herde einsetzbar, lol. Üben? Ja. Let's go, Uru. So, wie sieht's aus? Ja. Ach, okay, wir müssen die Bob-Bombs so platzieren, dass sie zu den Gegnern rennen. Okay, machen wir's. Üben, habe ich gesagt. So, es kommt ein ganzer Stapel von Bob-Oms. Den platzieren wir hier. Die anderen kommen hier hin. Und die anderen hier. Ja, das waren super. Das waren super. Aber leider kein Exzellent. Deswegen will ich es nochmal üben, lol. Das muss schneller gehen. Vor allem, Bowser hat hier irgendwie so 30 Bob-Oms. Wie viele davon kommen hier an? 6. Cool. Vielen Dank, Brudes. Das kann's doch nicht sein! Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich hasse diesen Rhinoskai. Ich hasse diesen Rhinoskai. Wie kann er es wagen, das nicht zu treffen? Ich hasse ihn! Ich hasse ihn! Ich habe ihn schon immer gehasst. Warum hat er jetzt ein Exzellent geschafft? Du bist ein fetter Spaß! Endlich! Ja, yeah, yo, cool, ja, cool, 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 cool. Hey, ihr! Ich komme mir schon fast vor, als wäre ich gerade ins Platoon 2 und die alle würden irgendwie mit dem, Cool-Text schreiben hier. Als würden sie alle cool schreien. Beruhigt euch doch mal! Kommt mal runter, bevor ihr mir hier noch explodiert! Hey!
Oh oh, ach Bowser, du bist so eine dumme Sau. Oh, scheiße! Hä, wo sind die denn? Hä, das macht keinen Sinn. Hallo? Die hätten explodieren müssen. Bowser hätte sterben müssen. Hallo? Wow, wieder mal so ein Drecksgegner. Da gibt es aber viele Erfahrungspunkte. Und dementsprechend auch ein schnelles Level up. Cool. Hauen, 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 verstecken! Und das Ganze nochmal. Also ich schlage so schnell zu, wie ich kann, aber es bringt einfach nichts. Das finde ich gerade dezent problematisch, ehrlich gesagt. Ja los, fackelt ab, ihr Schweine, fackelt ab. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre euch in diesem Kampfanzug nicht so schon heiß genug, aber Pech gehabt. Aber ich merke gerade, ich muss wahrscheinlich extrem frühzeitig losschlagen, damit ich überhaupt eine Chance habe, die zu treffen. Die Kugeln und somit auch die Gegner, nicht? Ja, cool, danke für die Hilfe. Kein Problem, kein Problem. Und dir werde ich auch noch helfen, du Sau. Und zwar mit einem schönen Schlag in deine Fresse. Ja, cool, danke schön, Bowser. Cool. Meine Güte, alle schreien sie hier cool rum. Wir sind doch nicht bei Splatoon. Regt euch mal ab. Wir sind hier immer noch bei Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Sehr klar. So, ich denke, hier wird es mega easy sein, Erfahrungspunkte zu kassieren. Ich glaube, es werden über 1000 sein. Ja, das werden safe 1000 Erfahrungspunkte sein, Mann. LOL. Denn, einmal kurz hierbei, auch gerade wenn wir hier den Fieberblock sehen, mal kurz ein Feuer gemacht. Was ihm aber nicht so ganz schmeckt. Okay. Was ist denn hier los? Wow. Weg mit dir, du Sau. Mach dich weg. Perfekt. Wir könnten... wir könnten diesen Block jetzt noch einsaugen, aber das... Machen wir nicht. Und 1080 Erfahrungspunkte in 1080p HD. Das ist mal ein Bonus. Ganz ehrlich. Wer hätte denn nicht gerne 1080 EP bei 1080p kassiert? Ich denke leider die meisten. Kann aber auch leider nicht jeder bekommen. Tut mir leid. Ja. Es sei denn, ihr guckt euch dieses Let's Play... Oh Gott. Autsch. Kann ich hier auch irgendwie losboxen? Es sei denn, ihr guckt euch dieses Let's Play in 1080p an. Dann habt ihr eine reelle Chance auf 1080 Erfahrungspunkte. Wie komme ich denn da durch? Ey, wie soll das denn funktionieren? Hallo? Ah, ich war... Ah! Das ist ja echt hier eine Challenge, die seinesgleichen sucht. Ich bin auch gesprungen, du Mistvieh. Nein! Die hat mich nicht mal verletzen können. Ich bin auf dem Panzer gelandet. Ich bin im Panzer. Ich war im Panzer drin. Die hat mich gar nicht treffen können. Was ist denn da los? So's. Wo geht's hier lang? Zu einem Block! Eine Ultrakeule. Ja, die sammle ich doch gerne ein. Also dafür würde sogar Bowser ganz gerne in die Lava fallen. Habe ich recht? Oh. Ich habe einen Shortcut genommen. Ist das ein Shortcut oder ist das ein Shortcut? Jungs, Mädels, ich habe die Speedrun-Strategien ausgeklügelt bis zum geht nicht mehr, Alter. So muss das sein. Weil sonst hätte ich nämlich diesen Weg hier außen rumlaufen müssen. Was habe ich jetzt gerade eben gemacht? Ich war schlau. Das kann man nicht mal von mir behaupten, ne? Tja, aber so spart man sich eine Menge Arbeit und Zeit und läuft hier einfach durch. Ich raste vollkommen aus. Oh oh. Junge, geh doch mal runter hier. Weg. Mach dich weg. Oh, es ist nur einer von den... Ja, dann habe ich keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Mach's gut. Habe es verwirrt. Lol. Nein. Oh, ich hätte schlagen müssen. Fuck it. Ich weiß auch nicht, warum der immer Schaden kassiert. Ich weiß es nicht. Weil er hier im falschen Gebiet ist. Weil es ihm hier zu heiß ist. Oh oh. Fick dich! Ja. Okay. Okay. Ich merke schon, wo das hier hinführt.
Und kurz vorm Level Up, Jungs und Mädels. Oh. Oh mein Gott, ich bin so gehypt. Nee, warte mal kurz, Alter. Also ich bin eine Pussy, ich weiß. Aber Pussys müssen sich auch manchmal ein paar Keulen einführen. Damit sie weiterhin auch gestärkt in den Kampf gehen können, ne? Ja, das war ein wichtiges Toll. LOL. Oh, das ist doch eine Kacke, ist das doch. Wie soll ich denn da treffen? Jetzt ist aber endgültig Feierabend hier. Mensch. So, Level Up HD. Damit sind wir Level 22. Wichtiges Level Up, meine Damen und Herren. Sehr wichtiges Level Up. So, wie sieht es mit der Verteidigung aus? Auch da mal... Oh ja, jetzt so langsam erholt sich die Leiste wieder mal ein bisschen. Ja, wir gehen auf die Verteidigung drauf. Und moin! Ach, fick dich doch. Wie kann man so viel Pech haben? Ich würde am liebsten jetzt ein Safe-Set setzen und, naja, so lange probieren, bis ich eine 5 bekommen habe oder eine 4. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich fühle mich scheiße behandelt. Wow, was ist denn das da für ein Grafikfehler? Das macht keinen Sinn. Hallo? Ist es so gewollt? Immer diese Emulatoren mit ihren Grafikfehlern. Wofür werden diese Entwickler überhaupt bezahlt? Frechheit. Könnte ich mal anständig irgendeinen Emulator erfinden, der die Spiele auch mal besser darstellen tut. Ohne Grafikfehler. Ich könnte kotzen. Jetzt reg dich mal ab. Todsworth. Von den billigen Plätzen. Ja, aber ich meine, ich bin ja auch im Spiel vertreten und brauche unbedingt mal meinen glänzenden Auftritt. Dein glänzender Auftritt, Junge, du bist so alt. Bei dir sprießen nur noch irgendwelche Leberflecken auf dem Kopf. Wo was für glänzend, Junge? Bei dir hilft nicht mal Nivea-Creme. Das ist gemein. Ist mir egal. Und bei. Leider nur ein Goomba. Leider nur ein Goomba. Ich hätte ganz gerne einen Bob-Omb gehabt. Weil so ein Bob-Omb ist halt echt ein Freifahrtschein zum Gewinnen. Das ist halt so. So, was kommt jetzt? Ich krieg das nicht. Ich bekomme das nicht hin. Also diese Gegner, die sind echt nervig, Mann. Gerade nochmal richtig hingeguckt. Oh mein Gott. Aber gerade klappen auch echt die Exzellenz. Da muss ich mir aber echt mal wieder auf die Schulter klopfen hier. Nice HD. Na, geht doch. Es ist halt... Du musst halt schlagen, wenn dieses Teil in der Mitte ist. Das ist aber leichter gesagt als getan, wie man gerade eben schön gesehen hat. Irgendwann klappt das halt nicht. Wenn du halt nicht früh genug anfängst zuzuschlagen, kriegst du früher oder später auf die Fresse, weil das Rhythmusgefühl da nicht stimmt. Aber ich habe ja auch kein Rhythmusgefühl, also ist da der Hund auch schon wieder mal begraben, ne? Lass mich in Ruhe, du Schwein! Ups, das ist natürlich schön, aber falsch. Entschuldigen Sie, ich habe gerade gehustet. Okay, das war's. Ich bin unfähig. Ich krieg das nicht hin. Das ist zum Kotzen. Kann der nicht einfach hochgeworfen werden, wie gerade eben auch? Da hätte ich jedenfalls eine ganz gute Option zu dodgen, Mann. Kann doch wohl nicht wahr sein. Kommst du auch hier runter? Ich meine, ich würde auch ganz gerne mich im Sprung bewegen, aber das geht nicht. Komm jetzt hier runter, komm hierher. Ja, er hat aber wohl keinen Bock. Dreckiges Schwein, was haben wir hier? Speziallager, nur für Mitglieder von Bowsers geheimen Club. Ein geheimer Club, wie geil, bin ich auch dabei? Nein, Todsworth, geh aus dem Bild. Okay. Speziallager nur für Mitglieder von Bowsers Geheimclub. Geschützt mit neuester Technik. Knöpfe müssen in der richtigen Reihenfolge gedrückt werden. Vor dem Drücken des Türknopfes müssen die anderen Knöpfe richtig gedrückt werden. Nur Mitglieder wissen, wie oft und in welcher Reihenfolge die Knöpfe gedrückt werden müssen. An die Mitglieder bitte den Code nicht auf Notizen vermerken. Wo sind die Notizen? Und wie komme ich hier hoch?
Wie komme ich hier weiter? Ich muss mal ganz kurz auf die Karte schauen, auf die schlaue Karte, weil... Habe ich hier irgendetwas übersehen? Eigentlich ja nicht, weil hier bin ich gespawnt. Und ich bin jeden Weg gegangen. Den ich gehen musste. Wohin mit meinem Leben, Alter? Ich muss doch irgendwas übersehen haben, oder? Ist es gerade so eine Aktion für Mario und Luigi, dass sie in der Röhre... Okay, das hat jetzt nicht jeder gesehen, oder? Ich meine, das ist ein Fauxpas meinerseits, aber war das so offensichtlich, dass man da lang gehen kann? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, okay, ist halt so eine Wand für jede andere auch. Ah, Mann, hör auf, ey. So, du fängst an zu fackeln. Das ist perfekt. Nein. Erkältung. Was heißt das denn jetzt? Bin ich langsamer oder was? Bin ich schwächer? Egal, gegen eine Erkältung hilft eine ordentliche Portion Feuer. Oh mein Gott. Und weg mit dir, du Schwein. Der wartet immer bis zum letzten Moment. Das macht Schaden. Nicht dein Ernst, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ich merke schon. Ich merke. Schnell aufheilen, bevor das hier noch endet, wie... Damals in 300. Weg mit dir. Ich werd sauer. Okay. Ich meine, ich bekomme auch jedes Mal, wenn ich niese, Schnupfen. Jedes Mal, wenn ich... Was? Was? Jedes Mal, wenn ich niese, bekomme ich Schaden. Wer kennt's denn nicht? Also, wenn ich jedes Mal beim Niesen Schaden bekommen hätte, dann wäre ich jetzt tot. Da! Falsches Bild. Das hat keiner von euch gesehen, okay? Hm. Ah, ich bin mir sicher, irgendwo hier geht's weiter. Mach dich weg. Vor allem, die Sau hat uns angesteckt. Was fällt dir eigentlich ein? Weg, weg! So, wisst ihr was? Ich habe jetzt die Schnauze voll. Wir müssen den Vakuumblock benutzen. Weg, 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 weg. Ja, was bringt das? Nichts, ne? Richtig. Was ist jetzt? Tja, nix ist jetzt. Du bist im Arsch, Fräulein. Kriegst jede Runde Doppelschaden. Das hätte ich eigentlich immer so machen sollen, ne? Ja. Ja, genau. Ich hätte das immer machen sollen. Das ist ganz ehrlich wieder mal so richtig dumm von mir, dass ich das Einsaugen bis jetzt nicht gemacht habe. Nö. Ich warte einfach immer bis zum letzten Moment, statt das vorträglich zu machen, weil dann wartet er oben wieder und dann bin ich im Eimer, weil ich dann nicht richtig dodgen kann. Schon wieder was für die Zukunft gelernt. Und was, der hat überlebt? Nein, hat er nicht. Danke, Bruder, ist für die Heilung. Und wieder fast Level up. Wir rasten gerade vollkommen aus hier. Cool, je. Gut. Ich denke, im nächsten Part wird es noch cooler. Da gehen wir im nächsten Part hin. Jetzt habe ich euch schon mal so ein bisschen gespoilert. Ist das dick toll? Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst einen scheiß Daumen nach oben da. Thanks.